Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es sprach der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam: Der Thron von Iblis ist über dem Wasser, und er sendet Heerscharen von Shayatin aus, um die Menschen zu prüfen. Und der wichtigste und meist angesehenste in seinen Augen von ihnen ist derjenige, der es schafft, die Saat der Zwietracht zu pflanzen. Du musst wissen, auf welchen Wegen Shaitan dich heimsucht. Durchschaue seinen Plan. Wie versucht er dich ins Höllenfeuer zu schleifen? Schau dich um. Siehst du denn nicht, dass wir in einer Zeit leben, in der es keine aufrichtigen Beziehungen mehr gibt? In der sich alles um Geld, Titel und Ansehen dreht? In der Vertrauen, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit als Schwäche belächelt werden? Und in der sich nur der ruchlose, schamlose Sünder durchsetzt? Heute ist es einzig das Misstrauen, was in den Herzen der Menschen zu finden ist. In der Beziehung von Bruder zu Bruder, von Sohn zu Vater und von Vater zu Sohn. Selbst die intimste und seit Menschengedenken wichtigste Beziehung, nämlich der des Ehemannes und der Ehefrau, sind durchsät von Lügen, Intrigen und Misstrauen. Merkst du denn nicht, dass die Menschen einen langsamen, aber sicheren Tod sterben? Für was entscheidest du dich?